Kriminaleinheit. Sheriff. Die gehört dazu. Und ich wage den ersten Vorstoß. Mal gucken, was passiert. Es könnte sehr dumm sein. Es ist höchstwahrscheinlich sehr dumm. Bestimmt ist das. Nee. Hör auf, mit dir nicht gar nicht reden. Der Budi mir jetzt wahrscheinlich meine. Da bin ich ziemlich sicher. Das ist ziemlich doof. Mir meine. Ja, das Dumme ist, dass der Budi mir jetzt wahrscheinlich hier meine Superwaffe abgenommen hat. Was natürlich die ganze Sache unglaublich schwierig macht. Okay, Rückzug. Oh Rückzug, nein, Rückzug. Jetzt kommt er auch mit dem Scheiß. Bringt alles nicht. Das ist wieder so typisch. Schick mal nur auf den Sack jetzt. Boah, ich kann den Budi echt nicht das leiden. Das ist ja gar nicht gut, ey. Ich kann ihn nicht leiden. Das ist wirklich nicht so, als ob ich dich versucht hätte. Ich kann ihn. Niemand kann eigentlich Budi leiden. Das ist ja das Lustige dran. 1, 2, 3. So, jetzt baue ich meine 3 Master Chiefs. Ah, kriegt das so auf den Sack. Es ist wirklich ungemein wichtig, dass man eben ja eine Waage hält zwischen Einheitenausbildung und ach, jetzt werde ich hier auch mal 2 wichtige Gebäude bauen, nämlich Flugzeuge und Fahrzeuge. Sehr wichtig, dass man die Waage hält zwischen Einheitenausbildung und gleichzeitig Ressourcengenerierung und dann auch noch den Tech Tree upgraden. Das macht das Ganze ja noch komplizierter. Und auch wichtig, tatsächlich, also hier gibt schon sehr, sehr wichtige Superwaffen, die hier auch ganz gut funktionieren. Die Selbstschuld habe ich eingestellt. Aber es macht das Ganze ein bisschen spannender, finde ich. Welche Superwaffen haben, welche Fähigkeiten generell. Da gibt es schon derbe Unterschiede und da kann man auch, werden wir heute noch sehen, den Budi richtig sauer machen mit. Und das zu Recht. Also ich habe schon jetzt so viele Fehler gemacht, ich glaube, ich kann das gar nicht mehr gut machen jetzt. Ich kann das wirklich gar nicht mehr. Ich habe viel zu lange gebraucht. Ich habe jetzt erst 2 Basen, dabei sind wir gerade mitten schon im Spiel. Der Budi hat bestimmt schon 25 Basen oder 40 auch. Ich bin echt ein bisschen arg konzentriert, so, weil ich darf nichts falsch machen. Sagen, scheiße gelaufen. Also, nicht gut, Herr Kretschmer. Neue Zitadelle gebaut, neuen Outpost. Ich will ihn doch, da werde ich jetzt mal sagen, meine vorgerückte Angriffsbasis bauen. Hoffentlich, ich habe doch sonst gewonnen. Okay, jetzt werde ich meine Spartans erstmal aufdotzen. Mit dem Spartan Laser, wie vorhin schon angekündigt, mit 500 Einheiten sind sie dabei. Bam! So. Fehler gemacht, sehr blöder Fehler. Und gleich muss ich es wirklich angreifen. Ich sehe keine Chance hier irgendwie Land zu gewinnen, wenn ich jetzt nicht bald eine weitere Basis aufbaue. Und dazu brauche ich jetzt aber auch erstmal ein paar Kampfeinheiten. Ich habe ja gar nichts im Moment. Ich habe wirklich einfach gar nichts. Oh, was auch sehr praktisch ist, sollte man auch ein bisschen probieren. Wenn ich jetzt in diesem Fall einen Master Chief in den Warhawk setze, dann... Alles klar, ich habe mich jetzt relativ weit über die Map verteilt. Bin wirklich sehr gespannt, inwiefern ich den Kollegen damit sozusagen langfristig unter Schach halte. Bei Halo Wars ist es ja tatsächlich so, wenn man erstmal eine Base hat, dann ist die verdammt schwer einzunehmen. Die UNSC haben da meiner Meinung nach bessere Karten, weil die Bases von denen ein bisschen besser geschützt sind. Ich weiß nicht genau warum. Oh, also ich muss so unglaublich viel upgraden. Ich komme hier nicht mehr hinterher. Ich habe 2 Einheiten bisher gebaut. 2 Basen. Brauche eigentlich mindestens 3 Basen und 400 Einheiten. Und kriegt wieder gar nichts gebacken. Und wer ist schuld? Der Budi. Oh, ich bin mal hasse. So. Man muss sich gerade dann im mittleren Spieldrittel, gerade im mittleren Spieldrittel muss man sich auch langsam überlegen, worauf will ich mich spezialisieren, wenn das Spiel so langsam eben abdriftet in ständige Schlachten um eine Basis, um mehrere Basen, dann muss man sich wirklich überlegen, okay, welche Einheiten will ich tacken, wie soll generell meine Angriffsstärke aussehen. Es macht natürlich Sinn, alles hoch zu leveln, aber wenn man die ganze Zeit mit dem Leveln beschäftigt ist und letztendlich gar nicht mehr zum Kämpfen kommt, bringt auch niemandem was und das ist auch so eine. Meine Hand ist schon eingeschlafen. Geschichte. Jetzt versuche ich mal, kann das sein? Scouten. Ich hoffe, dass ich mir noch eine dritte Basis unter den Nagel reißen kann. Ich persönlich glaube, dass der Budi da schon schneller war. Sobald ich Scarab habe, werde ich mal wirklich einen Angriff versuchen. Bin gespannt, was der fiese Kretschmann da noch für fiese Taktiken im Petto hat. Bestimmt schon wieder irgendwas ausgedacht. Aber weiß ich ja nicht so genau. Denn ich kann mir im Moment auch einfach keinen Kampf leisten. Also natürlich, da ist der dumme Budi.